Guten Abend, liebe Freunde der Nacht, liebe Nachtschwärmer. Ja, angeregt durch einen anderen Stream, der gerade bei Damals TV lief oder läuft, wo es auch um so alte Spiele geht und passend zu meinem vorangegangenen Stream, wo ich ja auch eigentlich insbesondere die etwas ältere Generation ansprechen wollte, habe ich mir überlegt, ich mache mal was ganz Verrücktes, ich mache mal ein Let's Play. Ist jetzt bei mir ein bisschen schwierig, weil ich so überhaupt nicht der Spieler bin. Und deshalb habe ich mir einfach überlegt, naja gut, dann muss ich halt irgendwas nehmen, was so ein bisschen auch zu meinem Alter passt. Und habe mich da ganz spontan für das Spiel Bubble Bobble entschieden. Ich weiß nicht, ob es noch jemand kennt. Wir spielen jetzt nur sehr indirekt auf einem PC, sondern was wir jetzt eigentlich spielen, ist ein C64. Früher auch mal bekannt als Brotkasten, weil er so aussah wie ein Brotkasten. Und dann würde ich eigentlich sagen, los geht's. Ja, wir werden also sehen, die Welt ist nicht flach, sondern die Welt ist zweidimensional und senkrecht. Das ist mal auch eine geile Erkenntnis. Ja, den Chat werde ich jetzt natürlich nicht so wirklich im Auge behalten können, weil es mir dann hauptsächlich um das Spiel geht. Okay, ja, dann würde ich sagen, Feuer frei. Achso, ich habe ich habe keinerlei Trainingsgeschichten eingestellt oder sowas. Das heißt, so sehr weit werde ich wahrscheinlich nicht kommen. Aber das ist so ein bisschen der olympische Gedanke. Dabei sein ist alles. Ich hoffe, dass es jetzt euch gleich nicht irgendwie den Sound um die Ohren bläst, wenn dann das Spiel startet. Ja, wir versuchen es mal. Also ich starte mal. Ich hoffe, man kann das Spiel einigermaßen hören von der Lautstärke her. Also wer das Spiel nicht kennt, es geht darum, dass ich hier diesen lustigen grünen Drachen habe. Mit diesem Drachen kann ich Seifenblasen erzeugen. Und mit diesen Seifenblasen kann ich halt irgendwelche Monster killen. Ja, und so geht das Ganze denn jetzt quasi, jetzt hätte man gesagt, endlos weiter. Das Spiel hat 99 Level. Diese Viecher hier sind einigermaßen intelligent. Wenn ich mich über ihnen befinde, dann versuchen die immer hochzuspringen. Sehr unangenehm. Ups, oh. Das ist schlecht, da ist schon mein erstes Leben davon gegangen. Ja, also ich glaube, sehr weit werde ich wohl wirklich nicht kommen, wenn ich schon nach zwei Level ein Leben verloren habe. Eieiei. Buchstabenblasen, die ich eben eingesammelt habe. Ihr seht, an der linken Seite bildet sich so allmählich das Wort Extended. Und da kriege ich dann hoffentlich, glaube ich, auch noch ein neues Leben dazu. Ups, oh je. Ja, ich sehe schon, das wird nichts. Ich glaube, ich habe ein neues Leben dazu bekommen. Kann das sein? Ui. Ah, guten Abend, Bioversum. Oh je. Ja. Ups, oh je. Tja. Ja, diese komischen blau-grünen Irgendwas-Dinger, wenn man die trifft, dann lösen die so eine Kaskade, so eine Schlange aus. Nehmen dann alle Monster mit, die einem so begegnen. Hui. Juhu.
Ja, und diese komischen Geister, die fangen dann plötzlich an zu schießen. Sehr unangenehm. Ja, so endlos viel Zeit hat man da bei dem Spiel auch nicht. So, geschafft. Mist. Ja, ich wäre jetzt zu gern oben an diesen Regenschirm dran gekommen. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Doch. Hey. Dieser Regenschirm, der befördert mich gerade ein ganz paar Level weiter, sodass ich nicht jeden einzelnen Level da durchspielen muss. Ups, oh je. Ja, diese lila Viecher. Ich habe die Befürchtung, das können es gewesen sein, weil die sind echt ekelhaft. Hätte vielleicht doch einen Trainer. Ui, hab's doch geschafft. Hätte vielleicht doch einen Trainermodus aktivieren sollen. Ich sag nur, Bildschirme sind flach. Ja, ich glaube, das war's dann, oder? Ja. Aber wir versuchen es nochmal, komm. Einmal machen wir noch. Ja, Cinemaware, ich bin eben kein Cheater, also ich spiele das Spiel hier tatsächlich ohne Trainer. Ich habe es aber schon ewig und 3 Tage nicht mehr gespielt. Ach nö. Das war ein kurzes Vergnügen. Oh, das ist sehr schön. Mit so einem Schuh kann ich schneller laufen. Aber schon im ersten Level das erste Leben. Das war unklug. Der mag mich. Ach, siehst du, geht. Oh, das klang nach einem zusätzlichen Leben. Sehr schön.
Ja, für sowas haben wir mal 79 Mark bezahlt, sagt CinemaWare. Aber ich finde, das Spiel, das bringt immer noch Spaß, also. Ich weiß gar nicht, wo war ich eben? Level 7, glaube ich. Hey, zack, und wieder ein Regenschirm. Sehr schön. Ah ja. Oh, der Level ist ekelhaft. Weil da nämlich die Monster alle nicht aus diesem blöden Herz rauskommen. Und ich glaube nicht, dass ich das schaffen werde. Harry ab, ich weiß. Ui, hey. Wow. Ja, damals wurden Spiele gebrannt. Na, ich weiß nicht. Also, der C64 hatte irgendwie keinen. Ups, oh je. Kaum guckt man in den Chat, schon passiert's. Der C64 hatte irgendwie kein CD-ROM-Laufwerk. Mit Brennen war es da, glaube ich, ziemlich schwierig. Ups, oh je. Leben. Auf dem Amiga gab es CD-ROM-Laufwerke? Tja. Tja, das war's. Ach, Manu. Ja, ich sehe schon. Ich bin da, glaube ich, nicht so sehr talentiert für sowas. Ja. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich bedanke mich, dass ihr den kleinen Spaß mitgemacht habt. Und ja, da bleibt mir nur noch mein üblicher Spruch. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.